Und herzlich willkommen zu einem neuen, ja, ich würde sagen, es ist erstmal ein angespielt oder vorgestellt, je nachdem, was ihr dazu sagen möchtet. Und zwar geht's um das Spiel Timberborn. Ja, dieses Spiel ist ein Städteaufbauspiel der besonderen Art. Und zwar gibt's ja eine kleine Feinheit, die es nicht bei allen Aufbauspielen gibt, nämlich werden wir unser eigenes Biberdorf erstellen. Ich habe mal ein bisschen reingeschaut, das Ganze war aber ein bisschen chaotisch, weil es nicht so hundertprozentig erklärt worden ist. Und ich werde jetzt den ersten Teil mit euch mal ein wenig anspielen in einem neuen Spiel. Und zwar gibt es hier zwei Fraktionen. Einmal die Rustikalruten. Ich liebe diesen Namen irgendwie. Die Rustikalruten sind leicht lebendige, aber fleißige Landwirte. Sie respektieren die Natur und werden von ihr mit einer reichen Ernte belohnt. Ihr Motto: Komfort, Nahrung und robustes Holz. Dann allerdings muss die erst freigeschaltet werden. Zum Freischalten ist ein durchschnittliches Wohlbefinden von 8 beim Spielen der Fraktion Rustikalruten nötig. Also das heißt, wir müssen die hier erstmal so weit spielen, bis wir ein Wohlbefinden von 8 haben. Die Eisenzähne. Diese Biber haben den traditionellen Weg des Holzes den Rücken gekehrt und den Einsatz von Eisen und Wissenschaft gelernt, um moderne Maschinen zu bauen. Sie erzielen ihre Fortschritte durch Einfallsreichtum und Effizienz unter Missachtung der Umwelt. Ihr Motto: erst die Arbeit und dann noch mehr Arbeit. So, wir starten mit den Rustikalruten. Ich weiß nicht, welches davon besser ist, aber ich habe mir schon mal die Karte Lakes angeguckt und würde sagen, dass ich da dann auch unser Let's Play starte. Ja, wie möchten wir unsere Siedlung nennen? Ich nenne sie ganz einfallsreich Biberhausen. So, und da sind unsere fleißigen Biber. Ich pausiere das Ganze jetzt erstmal, denn ich möchte hier ein bisschen ranzoomen. Es gibt übrigens eine Funktion, das wusste ich vorher selber nicht, das hat man mir mitgeteilt. Mit Steuerung H könnt ihr die UI ausschalten und dann könnt ihr euch diese süßen kleinen Biber hier angucken oder einen Screenshot von machen, je nachdem, was ihr machen möchtet. Genau, mit ASWD kann man entsprechend hoch und runter gehen. Ich mache jetzt wirklich mal einen Screenshot, weil das ein schönes Bild ist, um das Ganze zu beginnen. So, Steuerung H wieder gedrückt halten und schon ist das Ganze wieder drin. Wir machen jetzt erstmal das Tutorial durch. Willkommen, dieses Tutorial zeigt dir alle Grundlagen zum Bau einer Bibersiedlung. Jede neue Siedlung braucht Holzscheite, nur Holzfäller fällen Bäume. Also platziere 2 Holzfällerfahnen in der Nähe von Bäumen. So, dazu muss ich jetzt Folgendes sagen. Und deswegen ist es gut, dass ich pausiert habe, weil die Zeit läuft ja sonst immer weiter. Diese Karte hier, das ist das Äußerste, was ich rauszoomen kann, besteht aus verschiedenen Ebenen. Sieht so ein bisschen Minecraft-mäßig aus. Auf diesen Ebenen haben wir immer mal wieder solche Treppchen. Die können wir benutzen, um zur anderen Ebene hochzugelangen. Aber es gibt keine Möglichkeit, zum Beispiel hier direkt hoch zu gelangen. Zumindest im Moment noch nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob wir später mal Treppen oder ähnliches bauen können. Das heißt, hier oben haben wir erstmal noch keine Chance hinzukommen, weil es hier keine Treppen gibt, die hier hochführen. Das heißt, wir können nur diesen Bereich hier erst wählen. Und natürlich alles, was hier hinten so ein bisschen rumgeht. Und den Bereich hier unten. Sieht jetzt erstmal nicht viel aus. Um eine Siedlung stabil zu halten, hoffe ich, dass es erstmal reicht. Viel mehr werden wir jetzt aber auch im ersten Video nicht brauchen. Also das habe ich mir schon mal angeguckt. Den Rest habe ich noch nicht mitgemacht, muss ich dazu sagen. Was immer wichtig ist, Wasser in der Nähe zu haben. Aber ich kenne jetzt die anderen Karten nicht. Also ich hoffe, dass das bei denen dann ähnlich auch aufgebaut ist. Ja, wir sollen 2 Holzfällerfahnen erstmal machen. Was schön ist, wie ihr hier seht, ist... Ja gut, jetzt blinkt es nicht mal, weil ich drauf gewesen bin. Es blinkt hier unten immer das, was man braucht. Das heißt, wir klicken hier auf Holz, auf die Holzfällerfahne und schauen, wenn wir hier im Gebiet sind, dann sieht man schon, wie weit es dann rüber geht, was wir dann benutzen können. Das heißt, jetzt muss ich mal eben schauen, da ist jetzt natürlich einer im Weg. Hier kann ich aber, glaube ich, keinen... Weg hinbauen, oder? Oh, nein, 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 nein. Oh, das wollte ich nicht.
Einmal löschen bitte. Ja, das war doch gar nicht meine Absicht. So, jetzt gucke ich mal eben. Hier unten dieses S, das nehme ich Pfade und Strukturen. Achso, und ich vergesse immer aufs Erste zu drücken, davon mal abgesehen. So, da werde ich jetzt erstmal komplett rüberbauen und dann feststellen, was ich mir schon gedacht habe, dass das hier nicht funktioniert. Dafür gibt es aber Gebäude und Ressourcen abreißen. Damit kann man jetzt hier zum Beispiel den Baum markieren, nochmal draufklicken und die Priorität einstellen. So, ich werde das Ganze erstmal laufen lassen, wobei das natürlich jetzt Blödsinn ist, weil wir noch gar keinen Weg haben. Ja, ach so, habe ich jetzt gerade markiert, okay. So, wir müssen natürlich einen Weg überhaupt dahin machen, weil sonst ist das Ganze natürlich nicht angebunden. Beziehungsweise ich weiß nicht, ob hier die Ressourcen dann weggemacht werden. Bin ich mir nicht sicher. Wir sollen übrigens zwei bauen, habe ich jetzt gerade gesehen. Das heißt, wir bauen am besten hier dann auch nochmal einen hin. So, den würde ich dann aber mit Priorität bauen und den mit zweiter Priorität. Es wäre nur schön, wenn die dann hier auch wirklich schnell daran arbeiten würden. Das machen wir mal ein bisschen schneller hier. So, gut. Dann kann ich hier schon mal den Weg machen. Zum Holzfäller-Fähnchen oder wie auch immer ich das jetzt nennen soll. Da haben wir Hokajin, unser Arbeiter, unser Fleißiger. Keine Ahnung, wo der gerade ist. Ich glaube, der kommt gerade erst, oder? Bist du Hokajin? Du bist Hokajin. Sehr schön. Ach so, was wir vergessen haben, genau. Wir müssen nämlich... ich bin gerade am Überlegen, wo das jetzt war. Arbeit, glaub... Nee, Arbeit? Schon habe ich es wieder vergessen. Moment, hier war es, genau. Bäume fällen. Da müssen wir nämlich erstmal draufklicken, was ich immer wieder vergesse. Ich weiß nicht, warum. So, da müssen wir nämlich erstmal einen Bereich markieren, wo die überhaupt die Bäume fällen sollen. Und wenn das weitergeht, dann macht sich unser Hokajin, hieß er, glaube ich, auch an die Arbeit und fällt die Bäume. Das ist ganz, ganz wichtig, das als erstes zu machen. So, die Pfaden werden nun gebaut. Sie sind schon gebaut, aber okay. Wenn Sie sich im Baubereich des Distrikts befinden, wähle das Distriktzentrum aus, um seinen Baubereich zu sehen. Du kannst ihn durch den Bau von Pfaden erweitern. Also gut, so würde man jetzt sehen, ja, wie groß der Bereich ist. Jedes Gebäude mit einem Eingang muss durch den Pfad mit einem Distriktzentrum verbunden sein. Haben wir auch gemacht. Beachte, dass Distriktzentren eine begrenzte Reichweite haben. Baue Pfade, um die Holzfällerfahnen mit dem Distriktzentrum zu verbinden. Du kannst das Distriktzentrum auswählen, um seine Reichweite entlang der Pfade anzusehen. Ja, wir sollen hier die beiden Sachen verbinden, das haben wir auch gemacht. Holzfäller fangen erst dann an zu arbeiten, wenn du ihnen einen Befehl erteilst. Markiere einen Bereich zum Fällen mit dem Werkzeug Bäume fällen. Ja, was ich natürlich vergessen habe, das war das erste hier. Eine Holzfällerfahne fällt nur Bäume in ihrer Reichweite. Du kannst diese durch Auswahl einer Fahne überprüfen. Das heißt, wenn wir jetzt hier draufklicken, sieht man hier doch schon eine sehr, sehr große Reichweite. Hier ebenfalls, wobei das hier oben noch so ein bisschen dazugehört. Den Bereich könnten wir, ich weiß nicht, ob das auch schon, ja, wird auch schon markiert, perfekt. Den können wir nämlich schon mal mit hinzunehmen. So, Biber brauchen Wasser zum Überleben. Baue eine Wasserpumpe, um eine ständige Trinkwasserzufuhr zu sichern. Denke daran, sie mit einem Distriktzentrum zu verbinden. So, und zwar haben wir hier oben 250 Wasser. Es ist immer abhängig natürlich davon, welchen Schwierigkeitsgrad wir haben. Wir haben aktuell nur 11 Holz, aber gut, es wird ja jetzt erstmal eingelagert. Und wir haben 300 Nahrung bzw. Karotten. Wir müssen natürlich dafür sorgen, dass das Ganze zügig hochgeht. Das heißt, baue eine Wasserpumpe. Na, ich wollte eigentlich auf den Tropfen. Ist das erste hier unter dem Tropfen. Mit R können wir das Ganze drehen. Immer da, wo der Pfeil ist, da kommt dann auch der Weg hin. Ich schau mal eben, das ist eigentlich... dazu müsste man den wegmachen. Ne, ich mache es mal hier hin. Ich weiß nur nicht, warum der jetzt gelb ist. Eigentlich sollte der grün sein. Ist zu weit von Bauarbeiten entfernt. Lege mehr Pfade oder einen neuen Distrikt an. Ja gut, die Pfade, die kommen ja noch. Wir machen es jetzt erstmal hier rein. So, dann
die Pfade drumherum. So, da möchte ich gerne so einen Pfad eigentlich komplett hier rum haben. Das mache ich am besten schon mal. Ich hoffe, der ist jetzt hier komplett rum, ja. So, das ist jetzt oberste Priorität, erstmal die Wasserpumpe hier zu bauen. Während unsere fleißigen Biber, wie man hier sieht, schon mal alles rüberbringen, sollten wir aber dafür sorgen, dass wir hier oben nochmal so eine Holzfällerfahne hinstellen. Ich mache die mal am besten so ein bisschen äußerhalb. Ich kann auch nicht mehr sprechen heute. So, dann einmal komplett runterziehen. Ich möchte versuchen, das bestmöglich hier auszunutzen mit den Wegen und dass ich auch schön viel Platz habe. Ich habe es in meinem ersten Versuch noch nicht geschafft, die Bäume neu zu pflanzen. Da gehört wohl noch ein bisschen mehr dazu. Aber das muss möglich sein, weil man kann ja nicht davon leben, von den Bäumen, die halt eben hier sind. Ich schaue mal eben hier nach. Oh, Kieferstunden. Na gut, da steht jetzt nur ein Spruch drin. Da steht jetzt leider nicht, ob die nachwachsen. Ich gehe mal davon aus, dass die nicht nachwachsen. Wobei hier ist zum Beispiel einer am Nachwachsen. Aber das sind nur die... Ja, das sind nur die, die schon klein waren, glaube ich, oder? Die sind tatsächlich am Nachwachsen. Ich bin mir jetzt nicht sicher. So, unsere Prio liegt immer noch auf der Wasserpumpe. Ich werde das Ganze hier mal so ein bisschen beschleunigen, weil das jetzt natürlich unsere Tutorial-Aufgabe ist. Und wenn wir das nicht erledigt haben, kommen wir zwar weiter. Ich kann weitermachen, aber ich möchte euch natürlich das Ganze anhand des Tutorials zeigen. Noch sind unsere Biber fleißig, aber... Wer weiß, wie lange noch. Weil es ist schon sehr, sehr dunkel. Und nach... Ah nee, sie kommen wieder zurück raus. Na, jetzt schlafen sie alle. Hier. Alle sind sie am Pennen. Ich muss das jetzt mal eben kurz hier zeigen und da tatsächlich mal eben ein Foto von machen. Weil, ja, das ist eindeutig Arbeitsverweigerung. Nein, unsere armen Biber dürfen natürlich auch zwischendurch mal schlafen, auch wenn es jetzt nach Arbeitsverweigerung aussieht. Und sagt jetzt bitte nicht, ich bin eine schlechte, ein schlechtes Biber-Oberhaupt, weil die ja alle kreuz und quer in der Umgebung schlafen. Ich hätte denen schon etwas gebaut, also Unterkünfte gebaut, Häuser. Aber ich möchte dem Tutorial nichts vorwegnehmen. Das ist gerade mein Problem. Achso, ich habe es ja hier oben noch drin. Deswegen, also ich weiß, dass die Häuser auch recht schnell noch kommen. Von daher will ich dem Tutorial nichts vorwegnehmen und mache das wirklich alles in dieser Reihenfolge. Ah, mein Geburtsdatum, sehr schön. Noch ein bisschen drauf, dann können wir gleich, beziehungsweise dann haben wir gleich die Wasserpumpe. Sehr schön, okay. Neben Wasser brauchen Biber auch Nahrung. Baue eine Sammlerfahne in der Nähe von Blaubeersträuchern, das sind die hier. Die Sammlerfahne sammelt automatisch Bären in ihrer Reichweite, die du durch Ausfall der Sammlerfahne siehst. Durch Ausfall, Auswahl, ja. Ich weiß nicht, ob ich es gerade richtig gesagt habe. Auf jeden Fall drücken wir hier unten auf Nahrung und auf die Fahne und da machen wir dann... Der hat aber eine sehr, sehr große Reichweite, fällt mir gerade auf. Da machen wir dann direkt hier vorne... Das Ganze hin, auch jetzt mit aktueller Prio, wobei hier direkt schon einer rausgestürmt ist, was ich natürlich wunderbar finde. Und da müssen wir dann natürlich auch wieder, aber ich glaube, das wird jetzt gleich auch noch erklärt, deswegen möchte ich das jetzt diesmal nicht vorwegnehmen. Da müssen wir dann nämlich auch gleich wieder diesen Bereich markieren. Jede Siedlung braucht eine stabile Nahrungsquelle. Errichte ein Bauernhaus, um Nutzpflanzen anzubauen und zu ernten. Pausiere bestimmte Gebäude, wenn du nicht genügend Arbeiter hast. Wähle dazu ein Gebäude aus und klicke auf die Pausentaste oder drücke P. Wie bei vielen anderen Gebäuden ist auch beim Bauernhaus die Reichweite begrenzt. So, wir sind ja eh schon hier unten auf Nahrung gewesen und hier das zweite ist das Bauernhaus. Das mache ich jetzt absichtlich hier unten hin. Vielleicht so ein bisschen, ja, so ein bisschen mittig. Das ist ja gebaut, ne? Genau. Dann machen wir jetzt hier Prio rein. Finde ich übrigens eine sehr, sehr gute Sache mit der Prio. Ich meine, ich weiß, gibt es auch bei den anderen Sachen. Aber sollte man auf jeden Fall immer darauf achten.
Bäume und Büsche pflanzen, genau. Wenn man da drauf... Pflanzen ist natürlich was anderes. Obwohl, ich glaube, der arbeitet hier eigentlich schon. Der lag jetzt einfach nur hier drauf, oder wie? Arbeitet ihr hier schon oder arbeitet ihr hier nicht schon? Das ist jetzt die Frage. Ich sehe übrigens gerade, einen Grill kann man auch noch benutzen später. Okay, Prioritäten kann man hier übrigens auch nochmal draufklicken. Und dann dementsprechend, wenn man hier was ausgewählt hat, hier die Prioritäten einstellen. Also für wen das jetzt besser ist, lieber ist, wie auch immer. Aber ich meine sogar, bei dem Blaubeeren ist es tatsächlich so, oh, der Arme schläft hier mitten drauf. Vor allen Dingen auf dem Stein. Wieso legt er sich nicht wenigstens irgendwo ins Gras rein? Ja, die legen sich doch auch ins Gras rein hier. Ist das nicht ein bisschen angenehmer für die Tiere? Naja, ich weiß es nicht. Anscheinend nicht. Die liegen einfach so mittendrin. Jetzt warten wir einfach... Achso, ich bin gar nicht auf Maximum hier. Jetzt warten wir einfach den nächsten Tag ab. Man kann hier oben übrigens einstellen, wie viele Arbeitszeiten man haben möchte. Ich wähle das hier mal eben aus, damit ich das ein bisschen im Blick habe. Also sprich, wie viele Stunden die am Stück arbeiten sollen, bevor sie schlafen können. Ich bin mir noch nicht sicher... Also da habe ich noch keine Erfahrung mit gemacht, wenn man das jetzt erhöht, ob sich das irgendwie negativ auf das Wohlbefinden auswirkt. Es kann sein, es wäre logisch, aber ich habe es bisher noch nicht erlebt. Ich habe das Spiel auch nur mal kurz angespielt, damit ich halt nicht so ganz doof dastehe. Wobei ich gerade sehe... Ach, die sind voll. Okay, das ist natürlich schlecht. Da sind auch so viele Bären drin. Ich weiß nicht, ob das schon Maximum ist. Ah, jetzt bringt er was da rein. Okay. Ich glaube, dann arbeitet der auch erstmal weiter, ne? Nehme ich mal an. Ja, jetzt sind sie eh alle am Schlafen. Also es war auf jeden Fall schon mal voll. Also die haben auf jeden Fall hier gearbeitet. So, wir brauchen aber trotzdem noch ein wenig Holz. Das heißt, wir müssen noch etwas warten. Was ich ein bisschen doof finde, naja gut, andererseits, es geht ja jetzt um die Grundversorgung, deswegen ist es okay, dass wir erst das Bauernhaus machen. Andererseits, oh, was ist das denn hier? Zwei Bären. Also das ist mir bisher noch nicht aufgefallen, dass jetzt hier so Kisten daneben stehen können. Ich vermute, ich vermute, dass das damit zusammenhängt, weil hier alles voll ist, dass man das nicht mehr da reinschleppen kann. Landwirte sollen arbeiten erst dann, wenn du ihnen sagst, was und wo sie pflanzen sollen. Benutze das Werkzeug Nutzpflanzen anpflanzen, um ein Karottenfeld zu markieren. Beziehungsweise markieren ist ein bisschen falsch ausgedrückt. Nutzpflanzen müssen auf bewässerten Boden gepflanzt werden, sonst trocknen sie aus und sterben ab. So, und das ist jetzt der Grund, weshalb ich das hier unten gemacht habe. Weil das nämlich bewässertes Gebiet ist und das hier, ja, da sterben sie halt sehr schnell ab. Ihr seht es hier unten schon blinken, Nutzpflanzen anpflanzen. Wir könnten theoretisch auch Kartoffeln machen, wir könnten auch Weizen machen, aber wir sollen natürlich jetzt erstmal die Karotten machen. Deswegen werde ich jetzt mal schauen, wie viel wir hier brauchen. Ja, das sind auf jeden Fall 70. So, und da laufen meine fleißigen Arbeiter, der Bee und der Salia. Es tut mir leid, wenn beide vielleicht auch Sies sind. Ich habe keine Ahnung. Beziehungsweise wir haben jetzt drei. Nee, der läuft jetzt hier gerade einfach in der Gegend rum. Ja, was der jetzt hier möchte, weiß ich jetzt nicht. Vielleicht wollte er was zu essen haben. Wir sind aber noch nicht so weit. Wir müssen ja erstmal anpflanzen, mein Kleiner. So, alle platzierten Gebäude verfügen zwar über einen gewissen Speicherplatz, aber sie füllen sich schnell. Das haben wir hier oben ja schon gemerkt. Baue einen Holzscheitstapel, um Holzscheite zu lagern. Böses Wort. Kleine Wassertanks, um Wasser zu sammeln und ein kleines Lagerhaus, um Bären und andere Ressourcen zu lagern. So, dazu sollte es eigentlich blinken, was ist jetzt gerade... Doch, jetzt blinkt es. Also hier bei Speicher und bei Wasser blinkt es. Das wollte ich euch eigentlich zeigen. Das erste ist ja die Wasserpumpe, die wir hier schon hingestellt haben. Und das hier relativ in der Mitte ist der kleine Wassertank. Den setzen wir am besten hier hin, damit wir nicht so viel abreißen müssen. Davon sollen wir nebenbei bemerkt übrigens drei erstmal bauen. Ich kann euch aber jetzt schon mal sagen, dass das viel, viel zu wenig sein wird.
So, wir machen das erstmal so. Bitte auch mit Prio auf die Wassertanks. Wobei, naja gut, wir haben jetzt eigentlich nichts anderes mehr, was wir noch bauen können, außer die Sachen, die wir machen müssen. Und die haben halt alle Prio. Dann hier auf Speicher. Speicher bedeutet so viel wie Lagerhaus. Dann haben wir den Holzscheitstapel und das kleine Lagerholz. Da unten auch noch Holz abgebaut wird, aber hier oben wahrscheinlich die Produktion später stattfinden soll, werde ich das Lager für Holz... Da ist ein Baum dran. Ja, oder ich mach's mal hier hin, weil oben links ist ja auch noch was. Werde ich hier oben hin tun. Achso, ja, da brauche ich ja keine... Obwohl, wenn ich hier Prio reinmache... Doch, es ist aber ein Baufortschritt. Was ja logisch ist. Aber ich weiß nicht, wie viel ich dafür brauche. Das ist jetzt irgendwie ein bisschen seltsam von der Anzeige her. Aber naja, gut. Und ein kleines Lagerhaus sollen wir bauen. Jetzt ist die Frage. Hier unten ist natürlich viel an Essen. Ich würde jetzt bevorzugen, dass wir jetzt hier... Das habe ich jetzt ein bisschen blöd hier hingebaut, ehrlich gesagt. Hier erstmal das Lagerhaus hinstellen. Natürlich alles ebenfalls mit Prio. Jetzt sind die armen Kleinen überfordert hier. So, das Ganze werde ich auf jeden Fall als schnell machen. Und ich werde mal auf 2 Arbeitsstunden erhöhen. Ich weiß nicht, ob die dann... Auch hier unten. Uawam ist erwachsen geworden. Und Bi ist auch erwachsen geworden. Und Jera ist gerade mit dem ersten Morgenstrahl erwachsen geworden. Wir haben jetzt also noch ein Jungtier und alle 11 Leute sind obdachlos. Was irgendwie sehr schade ist. Aber wir müssen jetzt erstmal die Sachen hier bauen. Das weiß ich nicht. Doch hier sind sie gerade dran, genau. Das ist schön. Es dauert jetzt natürlich eine ganze Weile. Ich würde sagen, ich lasse die jetzt erstmal hier ein bisschen rödeln. Und ich schalte euch dann gleich wieder hinzu, wenn dann die 3 Sachen gebaut sind und wir mit dem Tutorial weitermachen können. Bis gleich. Ja, und gerade ist es soweit. Wir haben jetzt endlich alles gemacht und können jetzt fortsetzen. Behausungen erhöhen das Wohlbefinden deiner Biber und lassen deine Rustikalrutenpopulation wachsen. Baue genug Hütten, um alle deine Biber unterzubringen. Biber pflanzen sich nur fort, wenn es leere Plätze für Jungtiere gibt. Ja, das heißt, wir müssen jetzt 8 Hütten bauen. Tatsächlich hätte ich die lieber hier oben irgendwo hingebaut, aber wir müssen jetzt erstmal mit dem Platz auskommen, den wir haben. Und zwar, jetzt muss ich mal eben gucken, hier unten blinkt es, da ist Wohnen und es gibt die Hütten und die gespiegelten Hütten, was ich nicht so ganz verstehe. Aber wie man hier sieht, also die sind halt wirklich gespiegelt, sprich der Eingang ist einmal links und einmal rechts. Ich nehme jetzt erstmal die normalen Hütten. Ich gucke jetzt mal, ich kann theoretisch 2 hintereinander stellen. Deswegen mache ich das mal so. Die sollen sie erstmal bauen und... Also ich wollte gerade sagen, wieso läuft der hier durch die Hütte durch? Aber da ist ja noch gar keine Hütte. Dann mache ich so, dass hier eine Straße dazwischen kommt. Eigentlich habe ich das jetzt trotzdem blöd gemacht. Die sollen hier vorne rauskommen. Dann mache ich da eine hin. Dann da an der Seite eine. Und es gibt die Möglichkeit, wie ihr gerade sehen konntet, dass man die oben drüber baut. Was aber leider... Ah nee, hier geht das auch. Ich hab's noch nicht aus... Nee, Moment, das ist rot. Ich hab's noch nicht ausprobiert, aber ich vermute, dass... weil... Also ich hab's schon ausprobiert. Ich habe 2 beieinander gesetzt, aber da stand dann, es gibt keinen Weg dahin. Und ich vermute, dass man erstmal die Hütten bauen muss und dann einen Weg so da drüber bauen muss. Das heißt, ich könnte theoretisch so immer eine drüber stellen. Ist nicht ganz so effizient... Aber, ja, egal, wir stellen jetzt erstmal hier noch eine Hütte hin und hier noch eine Hütte. Dann haben wir schon mal die 6, die auf jeden Fall gebaut werden sollten. Achso, es steht gar nicht auf schnell, deswegen, ich wundere mich schon, warum die Nacht hier so lange dauert. Und wir haben natürlich immer noch 2 Stunden mehr Arbeitszeit momentan. Jetzt weiß ich nicht, ich glaube, hier fangen sie gerade an, genau. Da bin ich jetzt mal gespannt. Ich habe es noch nicht herausgefunden bisher, wie das mit dem Übereinanderbauen geht. Ich kann euch aber sagen, es hat nicht funktioniert, als ich beide einfach übereinander gemacht hatte.
Mein Plan war ja eigentlich, dass man das so oben drauf baut, sodass sie hochklettern. Aber so gut waren sie dann wohl anscheinend doch nicht. So, das steht jetzt schon. Jetzt würde ich gerne versuchen. Funktioniert das tatsächlich? Moment, die sind auf der rechten Seite, die Eingänge. Na, scheint aber nicht zu funktionieren. Also wenn ich versuche, da oben einen Pfad hin zu machen. Ich probiere es jetzt einfach mal aus. Moment, wohnen. Ob dann da tatsächlich gebaut wird. Ich mache das mal irgendwie mit Prio hier. Wenn das hier gebaut ist. Wenn nicht, dann habe ich zumindest was dazugelernt, was man nicht machen kann, aber weiß immer noch nicht, wie es funktioniert. Das muss ich mir dann für später ausheben. Ich meine, gut. Was steht jetzt hier? Dieses Gebäude ist nicht durch Pfade mit einem Distriktzentrum verbunden. Aber gebaut haben sie es. Hä? Also ich habe da jetzt drei Einwohner drin, wenn ich das richtig sehe. Nee, Moment. Ach so, die sind nicht am Leuchten. Ja, anscheinend kann man es dann doch nicht machen. Also das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Da muss ich mich mal drum kümmern. Ach so, ja klar, hier haben wir auch keinen Pfad. Oh, es tut mir leid, es tut mir leid. Das habe ich tatsächlich vergessen. Entschuldigung. Machen wir hier oben auch noch einen Pfad hin. Für alle Fälle. Das hier unten ist natürlich auch noch Prio. Das müssen wir jetzt gleich machen, damit wir auch das letzte davon noch gebaut haben. Kontrollieren wir mal. Oh, das geht ja ganz schnell hier. Da wir jetzt ein Lager haben, ne? So, Wissenschaftspunkte werden zum Freischalten fortschrittlicher Gebäude verwendet. Mit der Zeit produziert ein Erfinder Wissenschaftspunkte. Also, hier unten sollte, jetzt leuchtet es, rechts die Wissenschaft leuchten. Und da gibt es nur ein Häkchen. Und ich bin am Überlegen, eigentlich möchte ich hier gerne noch zwei Hütten hinbauen. Das heißt, dass ich da eine Wissenschaftshütte hinbaue. Und wenn ich noch eine brauche, könnte ich da theoretisch noch eine hinbauen. Dann machen wir die jetzt erstmal mit Prio, dass die gebaut wird. So. Sieht jetzt hier oben auch schon ganz schön mau aus. Oh, da hinten haben sie auch schon alles weggepflanzt. Das ist gar nicht gut. Aber hier sind trotzdem neue kleine. Ah, vielleicht legt sich das doch selber. Oh, Moment. Habe ich die? Ich habe sie noch nicht markiert. Die Biber sind glücklicher als je zuvor. Du hast einen neuen Wohlfühlrekord erreicht. Was mich übrigens daran erinnert, dass wir sie noch gar nicht wieder auf 16 Stunden zurückgestellt haben. Halt nicht so schnell hier. So. Erstmal hier wegklicken. Wir können jetzt fortschrittlichere Ressourcen produzieren, aber einige Gebäude benötigen dafür Energie. Errichte ein Wasserrad am Flussufer. Es braucht den Wasserstrom und produziert keine Energie mehr, wenn es kein Wasser gibt. So. Hier wollte ich aber mal gucken, obwohl er macht es anscheinend automatisch, dass der die Wissenschaftspunkte. Ach, hier oben. Ja. Da haben wir das Ergebnis der Wissenschaftspunkte. Also wir müssen mal gucken. Im Moment scheint er irgendwie zu schlafen oder so. Ich weiß es nicht. Lebt in einer Hütte und ist auch gerade in der Hütte. Also gehe ich stark davon aus, dass er gerade einfach am Pennen ist und nichts tut. Steht hier unten nämlich auch trägt. Ja gut, trägt nichts, heißt ja noch nichts. Okay, dann überspringen wir das jetzt hier mal ein wenig. Wir sollen auf jeden Fall ein Wasserrad herstellen. Hier unten blinkt es schon bei Energie. Und das ganz linke ist das Wasserrad. Was ich euch sagen kann, dass eine dieser Seiten. Das ist übrigens was, was ich bis heute noch nicht verstanden habe. Warum es grün ist, wenn man das Wasserrad, was ja theoretisch im Wasser sein sollte, mitten aufs Feld stellt und im Wasser ist es grün. Was ich logisch finde mit dem Wasser. Aber das mit dem Feld finde ich halt eben nicht logisch. Deswegen, naja. Also wir stellen es jetzt mal hier hin, obwohl da steht am Flussufer, ne? Errichte ein Wasserrad am Flussufer. Am Flussufer heißt für mich eigentlich oben. Aber da Wasserräder vom Wasser angetrieben werden,
mache ich das jetzt mal ins Wasser rein. Das einzige Problem, was wir jetzt haben, wir müssen irgendwie den Weg noch dahin machen. Bis hier bin ich übrigens gekommen in meinem Test, also wo ich das ausprobiert hatte. Geht das? Also die gehen dahin, doch. Weil der Busch jetzt hier eigentlich so ein bisschen im Weg ist, aber die gehen ja auch so quer rüber. Wenn das so bleibt, können wir es ja erstmal so stehen lassen. Okay, dann machen wir das Ganze auf jeden Fall ein bisschen schneller. Wie ihr seht, sind jetzt aber schon sämtliche Lager voll. Das ist natürlich was, was nicht so gut ist. Das heißt, wir sollten auch mal gleichzeitig gucken, dass wir nochmal ein Lagerhaus bauen. Naja, man könnte eins nach oben, eins nach unten theoretisch machen. So. Dann haben wir den Weg dahin. Aber natürlich erstmal das Wasserrad. Das dauert jetzt natürlich auch noch eine ganze Weile, bis das gebaut ist. Schauen wir mal hier. Ja, er geht. Achso, hier oben können wir auch sehen. 15 Wissenschaftspunkte haben wir schon. Das geht ja super gut. Der ist jetzt auch natürlich beschleunigt, aber das geht richtig, richtig gut hier. Mit der Nahrung sieht es gut aus, mit dem Wasser sieht es recht gut aus. Einziger Nachteil ist, wir haben natürlich nicht so viel Wasserspeicher. Aber ich weiß, dass wir hier vorne gleich noch was bauen müssen. Wir könnten das theoretisch so machen, dass... Na gut, das ist jetzt noch nicht... Da sind jetzt Beeren und Karotten drin. Das ist okay. Wobei, wenn ich so überlege, es ist ja nicht voll. Ich hätte jetzt nicht unbedingt noch ein Lagerhaus machen können, machen müssen. Aber vielleicht, ich weiß es ja nicht, können, weil wir können ja hier noch andere Sachen anpflanzen. Vielleicht sollen wir das sogar auch noch. Bis da bin ich ja noch nicht gekommen. Ich würde sagen, dass wir auch mal Kartoffelfelder machen. So. Einfach mal so zum Testen, sage ich mal. Ach so, die hier unten, die werden ja noch gar nicht abgebaut, weil wir hier noch gar kein Häuschen stehen haben. Stimmt ja, stimmt ja. Holz, da, dich suche ich. Da müssen wir hier am besten relativ weit außen. Jetzt muss ich nochmal gucken. Doch, da ist aber alles mitunter. Hier unten geht es nicht mehr weiter, ne? Nicht wirklich. So, machen wir mal. Eins, zwei... 3, 1 frei. Ja, machen wir mal hier hin. Ich weiß ja nicht, was ich da eventuell noch bauen muss. Und dann nach oben. So, das Wasserrad. Achso, sollte vielleicht auch Prio haben. Das wäre ganz schön. Aber wir müssen definitiv auch noch schauen, dass wir ein bisschen mehr Wasser gleichzeitig lagern können. Machen wir es mal so. Ich meine, es ist eigentlich genug Platz vorhanden, aber was ich gelernt habe, dass in dem Spiel natürlich auch die Dürre kommt und ja, man dann schon genug Wasser im Vorrat haben soll. Jetzt sind wir bei 36. Oh, die Felder sind aber schon... Oh, die Felder sind aber schnell angelegt, auf jeden Fall. Wir hatten hier doch auch noch Weizen. Das weiß ich natürlich nicht. Wir haben jetzt nur zwei Arbeiter, die das Ganze machen. Gut, wir haben natürlich jetzt hier nochmal ein Lager, was wir später bauen werden. Dann würde ich fast sagen, dass wir das jetzt erstmal so lassen. Ich weiß nämlich nicht, ob eventuell noch eine Quest kommt, Kartoffeln anzubauen. Also so weit bin ich noch nicht gekommen mit meinem Test. Ich habe es wirklich nur in den Anfängen mal getestet. Ich bin hier ungefähr bis zu dem Wasserrad gekommen oder ziemlich genau bis zu dem Wasserrad gekommen. Und danach habe ich dann aufgehört, weil es einfach viel zu spät war. Ich bin so hier oben, bevor ich jetzt weiterspreche, Vorhersage, wenn man drauf geht, Dürre kommt. Das ist genau das, was ich gemeint habe. Also so wie ich es verstanden habe, kommt die jetzt in 2,9 Tagen. Und da müssen wir natürlich sehen, dass wir genügend... Das machen wir jetzt auch mal eben als Prio hier. Ich glaube, das... Nee, das ist als normal, genau. So, die sollen aber natürlich hier die letzten vier auch noch machen. Das ist hoffentlich klar. Nicht, dass die mir jetzt hier nach links machen.
Jungs, was ist mit Holz? Ah, da hinten kommen noch zwei. Dackeln gerade daher. Okay, sie gehen auf jeden Fall als erstes hier hin. Das ist gut und wichtig. Noch zwei? Wir brauchen noch zwei fleißige Arbeiter, die uns Holz beschaffen. Na gut, die müssen natürlich in dem Fall jetzt doch eine größere Strecke hinter sich bringen. Aber es geht halt relativ schnell vom Wald da rein. Das war jetzt eigentlich meine Überlegung. Aber vielleicht wäre es besser gewesen, das Lager irgendwo in der Mitte von den Ort zu machen, wo man eigentlich bauen will. Das, ja, wäre vielleicht besser gewesen. Das habe ich jetzt alle drei auf Prio, ne? So, dann sind wir hier durch. Es wird Zeit, Planken zu produzieren. Baue ein Sägewerk und verbinde es mit dem Wasserrad durch Antriebswellen. Viele Gebäude können Energie aneinander weitergeben, wenn sie Wand an Wand stehen. Wand an Wand ist schon mal ein sehr guter Hinweis. Das einzige Problem ist jetzt nur... kann ich das da drauf stellen? Holz, Holz, wo ist das Holz? Sägewerk, das ist so groß. Wenn ich das jetzt theoretisch so bauen würde, die müssen ja nicht mehr da dran, nehme ich jetzt an. Hoffe ich zumindest. Ich weiß es nicht so genau. Dann müssen wir leider das hier wegmachen. Na gut, das können wir natürlich jetzt... Nein, ich möchte nicht das Gebäude löschen. Seid ihr bescheuert? Das ist ein... Ach so. Die meinen mit dem Gebäude den Pfad. Hoffe ich zumindest. Moment, ich speichere vorsichtshalber mal eben. So, damit da nichts mit passieren kann. Aber ich gehe mal davon aus, dass die tatsächlich... Ich meine, da steht ja Pfad. Ja, okay. Weil da jetzt links Gebäude stand. Ich habe jetzt schon gedacht, nicht, dass das jetzt hiermit verbunden ist und dass das dann jetzt nicht mehr funktioniert oder so. Also ich hätte hier gerne eine Priorität zusätzlich zum Wassertank, dass sich hier mal drei Leute hinbegeben, beziehungsweise drei Biber hinbegeben, die da mal eben die Sachen rausreißen, bitte. Hallo, fleißige Biber. Jungs, ich weiß, die Dürre kommt bald, aber geht doch einfach. Ich muss euch mal ein bisschen mehr Arbeitszeit, glaube ich, hier reinschmeißen. Geht doch erstmal nach da oben. Ich dachte gerade, da kommt jetzt einer hin. So, Moment, dann mache ich das jetzt in Prio 2. Das in Prio 2. Das jetzt auch erstmal. Mal gucken, ob die dann jetzt nach oben gehen. Aber jetzt gehen sie wahrscheinlich alle, die wuseln hier schon rum. Die haben schon alle keinen Bock mehr. Die stehen schon hier so, ja, gleich ist die Nacht, gleich kann ich ins Bett. Ja, die faulen Hunde, beziehungsweise die faulen Biber. Ist nicht euer Ernst. Also, ne. Sowas habe ich hier schon lange nicht mehr gesehen. So eine Arbeitsmoral, das ist wirklich... Jetzt kommen sie endlich mal an da oben. Machen endlich mal was weg hier. So. Das ist markiert, ne? Dann ist das jetzt wieder Prio, bitte. Und das dann danach auch Prio. So. Zack. Was wollten wir jetzt machen? Ich weiß es gar nicht mehr. Moment, Holz, Sägewerk, ne? Steht doch da auch. Bausägewerk, Energiesägewerk. So. Das machen wir jetzt hier hin. In der Hoffnung, dass das für die Wand an Wand ist. Ich meine, es ist ja verbunden. Also theoretisch sollte das möglich sein. Und damit das produziert und arbeitet, so wie ich es verstanden habe, muss das ja jetzt nicht angeschlossen sein. Vielleicht hätte ich es auch bauen können, ohne dass ich da einen Weg hingemacht habe. Das weiß ich jetzt nicht genau. Wartet auf Materialien. Ist natürlich jetzt ein bisschen doof wegen der Dürre jetzt aktuell. Wir machen das trotzdem mal ein bisschen schneller. Oh, es sind neue Babys geboren worden. Und Catania ist erwachsen geworden. Aber unsere Hütte, beziehungsweise unsere... Wir haben hier etwas wenig Platz, das wollte ich sagen. Ich kann auch kein Deutsch mehr. Oh Gott. Eins, zwei. Wir könnten das theoretisch dahinter machen, aber... Eins, zwei. Ich weiß nicht. Ja gut, dann haben wir ein bisschen mehr Platz, ne? Bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Machen wir es mal so. So. Dann habe ich jetzt hier unten natürlich keinen Platz mehr, aber
Gut, ist schon wieder jemand erwachsen geworden. Ist doch alles wunderbar hier. Habe ich jetzt hier die Prio-Scheiße? Die habe ich noch nicht eingestellt. Ja, wie ihr seht, in 0,7 Tagen kommt die Dürre. Momentan haben wir noch genug Wasser. Hier wird auch gerade fleißig aufgefüllt. Aber es wird auch wieder fleißig rausgenommen. Ich behaupte mal aktuell, da das jetzt hier immer alles voll ist. Wieso wird das hier eigentlich nicht gemacht? Das sollte ich mal als zweite Prio machen. Ich wollte gerade sagen, die sind jetzt nicht ernsthaft hier reingelaufen und haben die anderen Sachen noch nicht gemacht. Also gut, hier sind sie jetzt noch dran. Bauen den kleinen Wassertank zu Ende. Was für die Dürre natürlich nicht schlecht ist. Aber jetzt sind sie am Pennen. Also die Dürre kommt jetzt eh, bevor der Wassertank fertig ist. 156, uiuiui. Dürre hat begonnen, ja. Dauert einen Tag. Das ist übrigens abhängig davon auch, was wir für eine Schwierigkeit haben. Ich glaube, dass 3 Tage das höchste sind. Oder eine Woche, ich bin mir nicht sicher. Aber es ist natürlich schon heftig. So, aber es sieht hier oben eigentlich bisher noch ganz gut aus. Ich meine, die produzieren ja auch weiterhin. Nahrung ist definitiv auch genug da. So, sind wir jetzt hier oben eigentlich schon dran? Wir sind da oben schon dran. Ja, und es wird trotz Dürre, wird es immer noch voll hier. Das ist schon mal gut. Okay, also wir haben auf jeden Fall ein gutes, solides, einen guten, soliden Grundstock, würde ich mal behaupten. Gehen ja natürlich wieder alle pennen hier. Aber das ist auch nicht schlimm, weil wenn die schlafen, müssen sie nicht trinken. Und wenn sie nicht trinken müssen, sind die da schon dran am Arbeiten? Nee. Also, nee, Moment. Das ist zweite Prio, ne? Okay. Die laufen hier mal rein. Ich weiß auch nicht so genau, warum die laufen. Die laufen da rein, aber bauen dann nicht. Also irgendwie sind die ein bisschen sehr... Oh, fuck. Oh mein Gott, jetzt sehe ich erst... Oh, ich denke, die Dürre ist jetzt zu Ende. Oh. Eieiei, sämtliche Bäume sind abgestorben. Die Felder sind abgestorben. Jetzt können wir kein Wasser mehr pumpen. Wobei das jetzt natürlich auch nicht funktioniert hier. Aber das ist jetzt... Oh je. Hier oben ist es auch schon... Ich meine, gut... Trockenes Holz ist vermutlich besser als gar kein Holz, nehme ich mal an. Ein Holzscheite. Diese Pflanze verdorrt und wird in 11,3 Tagen sterben. Eieieiei. Was mich übrigens daran erinnert, dass das hier immer noch nicht gebaut wurde. Oh mein Gott. Und in dieser Dürre wurde jetzt auch noch ein Kind geboren. Das ist natürlich... Oh, da muss ich jetzt mal eben... Echt. Also, das ist was, was ich bisher, ehrlich gesagt, noch nicht hatte. Bis zur Dürre bin ich noch nicht gekommen. Ich bin kurz vor der Dürre stehen geblieben. Beim Ausprobieren. Wettervorhersage unbekannt. Ja. Wo kommt das Wasser her? Also, wir haben jetzt quasi gar keins mehr. Doch, hier oben ist noch. Ach. Ah. Da kann man richtig sehen, wie von hier oben... das Wasser jetzt runtergeht und quasi von hier oben die Dürre langsam aufhört, wird in 9,8 Tagen sterben, ist gut bewässert und bleibt am Leben. Das heißt, wenn die jetzt vorher nicht sterben, also vor diesen 11 Tagen noch was hier eben war, und vorher wieder grün werden, dann ist wieder alles normal, so wie es aussieht. Ach so, und hier oben ist das quasi so abgestorben, weil da kein Wasser hinkommt. Jetzt verstehe ich das auch. Weil ich nicht genau weiß, was das hier eigentlich ist. Ruinen. Fundort für Metall. Okay. Man lernt nie aus. Also wie gesagt, nicht verbundenes Gebäude. Das Gebäude benötigt Energie. Moment, wo ist jetzt überhaupt mein... wo sind wir denn? Ah, ich dachte, das funktioniert, wenn es direkt daneben ist. Aber man kann es nicht umstellen, ne? Wir haben hier aber... Nee, das ist Wissenschaft, Energie. Wir haben hier aber eine gerade Antriebswelle. Ich habe noch keine Ahnung, wie man das Ganze verbindet. Energieversorgung ist blockiert. Diese Baustelle ist zu weit von Bauarbeiten entfernt.
Ach so, weil ich da... Hä? Energierad von Bibern betriebene Notfallenergie. Oh, das ist auch nicht schlecht. Okay. Ja, aber was jetzt natürlich blöd ist, ich habe eigentlich gedacht, dass das funktioniert, wenn ich das jetzt so da dran baue. Aber anscheinend funktioniert es nicht, wenn ich es direkt daneben baue. Was ich jetzt nicht verstehe, ich habe hier Schnittwellen, kann die aber nur da bauen, wo halt ein Weg ist. Ich müsste aber doch die beiden Gebäude miteinander verbinden. Das ist was, was ich nicht so ganz verstehe. Wir gucken hier unten erstmal weiter. Also scheinbar ist es jetzt eh egal, weil das funktioniert nicht. Wir brauchen eine zuverlässige Holzscheitquelle. Schalte den Forster frei und baue ihn in der Nähe eines Ortes, an dem du Bäume pflanzen willst. Ja, auf jeden Fall hier oben. Im Moment ist zwar Dürre. Ah, da oben sieht man aber auch, wie das Ganze jetzt... Ach so, das sind Dämme hier, ne? Sehe ich gerade. Ah, ganz so gut habe ich die Karte auch noch nicht durchgeschaut, wie ihr merkt. Und ja, das ist ein bisschen länger von den Folgen her, weil ich mir so vorgenommen habe, immer so eine Stunde rum zu spielen. Und entsprechend... sind die jetzt das Lagerhaus am Bauen? Ja, die sind das Lagerhaus am Bauen. Und entsprechend halt längere Folgen zu machen wegen dem Angespielt. Ich werde aber, wenn ich die Zeit habe, noch ein richtiges Let's Play davon machen. Vielleicht werde ich auch doch ein ganzes Let's Play davon machen. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Ich darf nicht zu viel reden. Im Moment passiert hier ja nicht allzu viel. Den Förster freischalten. So. Wir haben Wissenschaftspunkte. 132, wir brauchen 60. Kann ich da... Ah, einfach draufklicken. Bist du sicher, dass du Förster freischalten möchtest? Ja. Wie gesagt, das habe ich bisher noch nicht gehabt. Der baut... Naja, mal gucken. Wenn ich den hier hin mache... Achso, kann ich noch ein bisschen... Dann baut er nämlich auch noch ein Stück nach oben. Wenn ich den hier hin baue, kann der obere auch ein bisschen... Mit Abholzen. So. Machen wir das so. Soll ja alles doch so gut wie möglich gemacht werden. Okay. Dann müssen wir hier aber definitiv Prio drauflegen. Ach, da brauche ich... Moment. Da brauche ich aber diese Holzscheite für. Und die Holzscheite bekomme ich nur, wenn der Energie hat. Aber ich kann die beiden nicht verbinden. Dieses Gebäude ist nicht durch Pfade mit einem Distriktzentrum verbunden. Hä? Ach so, dann zählt das hier wahrscheinlich doch nicht, so wie es aussieht. Moment. Das bitte einmal wegmachen. Ich weiß, das ist blöd. So. Kann mal bitte ein Biber kommen und mal eben diesen Busch entfernen, bitte. Wasser ist nicht so wichtig. Doch, natürlich ist das Wasser auch sehr wichtig, aber ich muss auch eine Anbindung haben. Das Problem ist halt nur, ich habe es jetzt genauso gemacht, wie es da drin stand, die nebeneinander gebaut. Die sind auch verbunden, streng genommen. Gelten aber nicht als verbunden. Deswegen denke ich, dass dieses Rad eins nach oben gestellt werden muss. Das Problem ist, ich kann es ja nicht so einfach umstellen. Also, das ist zentrieren. Wenn ich das jetzt abreiße, wird es aber vermutlich auch nicht gebaut, wenn es hier hinten ist. Das ist jetzt das Problem. Das ist alles ein bisschen blöd. Gerade wenn man sich damit nicht auskennt. Ach so, hier. So, den Pfad. Euch mache ich mal eben auf normal. Achso, das war Dekoration, genau. Also, ich muss das Ganze... Nee, Moment. Ich muss das Ganze verbinden. Aber ich kann es nicht verbinden. Da könnte ich es verbinden. Die Frage ist nur... Gerade Antriebswelle. Also müsste ich da jetzt quasi eine haben? Das sieht irgendwie komisch aus. Nach wo geht die denn jetzt hier? Die geht nach oben, oder? Ach so, oder hätte ich das eins weiter nach links machen müssen?
Wir probieren es jetzt einfach mal aus. Also wenn ich das richtig sehe, dann geht die jetzt so nach rechts. Sieht zumindest so aus. So. Das heißt, hier müsste ich theoretisch eine so machen. Aber funktioniert das überhaupt, weil die ja viel tiefer ist? Zu weit weg von Bauarbeitern. Lege mir Pfade oder einen neuen Distrikt an. Ich probiere es jetzt einfach mal. Ich habe keine Ahnung von den Sachen. Also jetzt nicht, wie man sowas baut, sondern einfach nur... ich habe es halt vorher, wie gesagt, noch nicht so weit gespielt. Ich weiß jetzt auch nicht, wo der verbindet. Ich vermute, der verbindet hier. Das heißt, es müsste hier ja dann theoretisch rein. Das Problem ist nur... Erstens ist es sehr tief. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ich denke, uns bleibt wirklich nichts anderes übrig, als dieses Gebäude nochmal abzureißen. Oder? Hä? Moment, wieso hat das denn jetzt... Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Wieso hat das denn jetzt Energie? Ich meine, gut, das ist direkt verbunden, das ist klar, aber... es müssen Planken reinkommen. Hier werden Planken aus Holzscheiten. Achso, es macht Planken, die gehen raus. Achso, genau, es geht Holz rein. Die werden jetzt wahrscheinlich was da oben hinbringen, nehme ich mal an. Jetzt probieren wir mal, jetzt gucken wir mal, was jetzt hier passiert. Ja, eins ist jetzt drin. Und der arbeitet jetzt. Okay, doch, dann kriegen wir doch die Möglichkeit, dass wir das hier oben tatsächlich bauen können. So. Da bin ich jetzt mal gespannt. Also das machen wir jetzt mal ein bisschen schneller hier. Die haben übrigens die Hütten immer noch nicht gemacht, sehe ich gerade. Ah doch, sie haben aber schon mal angefangen. Nicht genug Materialien. Oh. Oha. Moment, Moment, Moment. Der hier unten ist aber doch gebaut. Der ist gebaut. Okay, doch, dann kann ich es weiterlaufen lassen. Wir haben natürlich nicht so viel. Also wir haben nur noch das Holz von da unten. Deswegen müssen wir jetzt definitiv gucken, was wir als erstes machen. Warum stehen die denn hier hinter? Da ist noch nicht mal ein Weg. Wenn man jetzt übrigens so guckt, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie ich das jetzt überhaupt hinbekommen habe. Ich habe eigentlich nur hier drauf geklickt. Da sieht man, bis hier ist eigentlich eine gute Verbindung, auch bis zum Lager. Aber natürlich bis nach da oben ist nicht so eine gute Verbindung. So. Bin ich jetzt mal gespannt. Also, hier unten werden natürlich jetzt auch viele reingehen. Aber die brauche ich natürlich auch, um die Planken zu machen. So wie ich es verstehe, ein Holzscheite macht eine Planke. Genau, die ist jetzt direkt nach unten und wird direkt weitergeliefert. Und wir brauchen 7 Stück und 10. Na ja, doch, ich denke mal, dass das... Ich meine, wir haben ja unten auf jeden Fall noch genug Holz. Der ist ja auch sehr fleißig hier. Also ich glaube nicht, dass man sich da jetzt Sorgen machen muss. Aber es dauert auf jeden Fall, bis wir hier oben dann neue Bäume haben. Hier kommen immer mal wieder welche zwischendurch. Der ist zum Beispiel jetzt wieder fast ausgewachsen. Aber es hat ja schon seinen Grund. Der hier oben kann doch auch noch. Keine Güter vorrätig. Du sollst ja auch Güter produzieren. Da oben sind doch noch Bäume. Mann, 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 Leute. Ernsthaft jetzt hier. Ist das eine Arbeitsmoral? Okay, Holzscheite haben wir schon mal alle drin, aber wir brauchen natürlich noch Planken. Ach so, der hat Hunger. Das war das Symbol. Ich wollte gerade mal draufklicken, um zu gucken, was das war. Okay, der Baustelle fehlen Materialien. Das ist mir auch klar. Das ist vermutlich hier oben, nehme ich mal an. Moment. Nee, hier. Das ist aber nicht die Prio, Junge. Deswegen ist nicht schlimm. Also wichtiger ist auf jeden Fall, dass da oben der Förster erstmal gemacht wird. So. Dafür brauchen wir aber wieder was hierfür. Jungs, wir brauchen Material.
Wir machen das mal ein bisschen schneller am besten. Ich lasse auch mal die 18 Stunden Arbeit erstmal drin, bis wir das zumindest haben. Okay. Ein Holzscheit ist drin, aber ich glaube, der pennt gerade. Der hat keine Lust mehr. Ja, die laufen alle schon. Obwohl, schlafen die eigentlich, wenn sie hier überall Licht anhaben oder sind sie nur zu Abend am Essen? Sollte man ja mal nachgefragt haben. Okay. So, das ist verarbeitet. Das ist schon mal gut. Zwei Planken fehlen noch. Und dann würde ich sagen, wenn wir das nämlich haben oder so ein bisschen... Ja, ich weiß, eine Planke kommt noch. Die arbeiten dran. Alle außer die, die hier sitzen, die wollen nicht. Nein, die wollen eigentlich schon, aber sind halt eben aktuell jetzt keine Dings da, keine Bäume da. So, du kannst jetzt Bäume pflanzen. Wähle das Werkzeug Bäume und Büsche pflanzen und pflanze einige Kiefern. Kiefern sollen wir pflanzen, okay. Bäume müssen ähnlich wie Nutzpflanzen bewässert werden, um wachsen zu können. Vergiss nicht, sie zum Fällen zu markieren. Ach, das muss man dann immer neu machen, oder wie? Oh je, okay. Kiefern sollen wir machen. Fertig in 12 Tagen. Die in 9 Tagen. Und die auch in 12... Nee, das ist Blaubeeren. Ach, die kann man auch pflanzen. Ah. Okay. Ahorn. In 24 Tagen gibt allerdings wesentlich mehr. Also ich würde sagen, wir machen mal so einen guten Schnitt. Also wir sollen jetzt erstmal 20 Kiefern auf jeden Fall pflanzen. Die machen wir mal hier hin. Ich würde sagen sogar, dass wir die so machen. Dann Birke ist jeweils in 3 Tagen weniger fertig. Gibt zwar nicht so viel, aber immerhin. Die pflanzen wir hier hin. Und die brauchen was länger. Aber die geben sehr viel. Die pflanzen wir da hin. Oh mein Gott, das sieht jetzt aus. Oje, oje, oje. Gut. Deine Siedlung ist jetzt autark. Okay? Solange das Wasser fließt. Erwäge den Bau eines Damms oder das Aufstellen weiterer Wassertanks, um die Dürreperioden zu überstehen. Das Tutorial hat dich die Grundlagen gelehrt, aber vieles musst du noch auf eigene Faust erkunden. Ach so, ja, ehrlich gesagt, ich dachte, das Tutorial dauert noch ein bisschen länger, aber offensichtlich nicht. Ja, Tutorial schließen. Jetzt bin ich ein bisschen wehleidig, ehrlich gesagt. Aber es ist natürlich jetzt der perfekte Cut. Mal eben schauen, wo da die Baumaterialien fehlen. Hierfür? Ach, da brauche ich Holzscheite für, okay. Naja, gut. Aber es läuft ja offensichtlich auch so, also ist es jetzt nicht so wichtig. Ja, dann würde ich eigentlich sagen, ich mache das jetzt mal hier auf Pause, damit die mir hier nicht weiter einfach abhauen. Dann würde ich sagen, dass wir dann hiermit das angespielt quasi beenden. Und das angespielt kein angespielt ist, sondern das Tutorial. Weil das passt dann ja perfekt. Und dass ich dann, wenn ich denn mal Zeit haben werde, und ich hoffe, dass es sehr zügig sein wird, weil, naja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin doch sehr versessen darauf herauszufinden, wie es hier weitergeht. Dann werde ich definitiv auf jeden Fall auch ein kleines Let's Play mit euch starten. Ich weiß nicht, wie lange das gehen wird. Ich weiß auch nicht, wie lange das jetzt machbar ist mit dem Spiel. Ich meine, irgendwann kommt natürlich der Punkt, dass man dann doch alles kennt und alles gebaut hat. Und ja, das Ganze nur noch so eine Art Endlosspiel ist. Das möchte ich euch dann nicht antun, immer die gleichen Sachen zu sehen. Aber zumindest diesen Schritt, das, was eben erwähnt wurde, dass wir noch einiges auf eigene Faust lernen müssen. Ich hoffe auch mit Hinweisen, wie wir was verbinden müssen und so weiter. Und ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, wie es hier weitergeht. Und ja, werde definitiv da noch ein Let's Play von machen. Ich weiß nur nicht genau, wann ich das schaffen werde, weil ich aktuell noch damit beschäftigt bin, Kena aufzunehmen. Und dann ist ja schon in 2 oder 3 Tagen das Let's Play auch von House of Ashes
zu Ende. Also ich habe es schon aufgenommen, aber das hört dann auf. Deswegen muss ich wieder neue Kena-Folgen produzieren. Und natürlich nebenbei auch noch ein bisschen von New World aufnehmen. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, dass das jetzt nicht so prickelnd ist. Beziehungsweise ist halt mit sehr viel Lauferei verbunden. Und um eine halbe Stunde aufzunehmen zum Beispiel, muss man eine Stunde, manchmal auch anderthalb gespielt haben. Weil man halt so viele lange Strecken hinter sich bringen muss. Und ja, es ist halt sehr mühselig, dann Folgen aufzunehmen, auch wenn sie nicht so lange sind. Ja, aber ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und hatte sehr, sehr viel Spaß mit diesen, angespielt darf ich es nicht mehr nennen, mit diesem Tutorial und hoffe, ich sehe euch dann auch, wenn ich das Ganze so richtig starten werde und dann auch viel Zeit damit verbringen kann, im Let's Play von Tim Barborn wieder. Bis demnächst. Ciao.